Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten. Samstagabend, hallo zu Das. Schönen guten Abend. Das sind zwei unserer Themen heute Abend. Auf der Hut, richtiges Verhalten beim Haiangriff. Außerdem auf der Suche, Truthahngeier helfen der Polizei. Ja, können Sie sich das vorstellen? Mit dem Kajak, ja, mit dem Kajak selber einmal um Australien paddeln. Mein Gast heute Abend hat das gemacht, eine wirklich bemerkenswerte Frau. Freue mich sehr, wird ein spannender Abend. Freya Hoffmeister. Hallo, Hinnerk. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Ne? Und weil Sie ja im Grunde jetzt eigentlich ein Jahr lang nur Englisch gesprochen haben, haben wir es auch gar nicht. Das kann man gar nicht mehr mit dem Sie, ne? Nee, das ist ganz ungewöhnlich. Und ich freue mich sehr, dass ich du sagen darf. Und Freya, ich freue mich und ja noch her mehr, und von, ne? Und zu. Und es ist nix. Ganz kompliziert. Wir machen das ganz relaxed heute Abend, oder? Und Judith Strunk zeigt Ihnen jetzt erstmal ein paar Eindrücke. Sie ist eine Frau der Superlative, Freya Hoffmeister. Als erste und einzige Frau der Welt umrundete sie Australien. Im Kajak und in Rekordzeit. Knapp 11 Monate der Einsamkeit, 14.000 Kilometer gegen Wind und Wellen. Freya Hoffmeister schlief zum Teil auf hoher See und machte Bekanntschaft mit einigen Tieren. Doch nichts und niemand konnte sie stoppen. Selbst ein Hai biss sich an ihr die Zähne aus. Freya Hoffmeister, eine Frau der Extreme, zählte Bodybuilding und Fallschirmspringen zu ihren Hobbys. Angst ist ein Fremdwort für sie. Freya Hoffmeister. Ja, eine Frau, die wirklich viel zu erzählen hat, Freya, eben mit den Walen. Über den Hai sprechen wir gleich auch noch. Es ist ein spannendes Thema. Aber das mit den Walen, das ist mir eben gerade aufgefallen. Waren das Finnwale? Buckelwale am Anfang, also ja. Humpback und später die Southern Right. Ich weiß nicht, gab es ein deutsches Wort für Southern Right Whales. Also zwei Sorten hauptsächlich und die waren überall. Und die Wale waren so schön, weil sie an sich nicht sehr gefährlich waren. Aber die waren sehr nah am Boot auch und das fand ich immer sehr beeindruckend. Manchmal sind die also dermaßen nah an mir aufgetaucht, meistens Mutter mit Kind, die sich dann so gelangweilt in irgendeiner Bucht aufgehalten hatten und sahen, dass da so ein kleines Fahrzeug ankam auf dem Wasser. Und dann, ich konnte fast drüber greifen und die streicheln. So nah waren die teilweise. Und einer kam direkt rechtwinklig vor meinem Bug hoch und dann wäre ich fast den Walbuckel runtergerutscht mit dem Boot sozusagen. Und nur fast. Also. Zwei weitere Schläge und ich wäre oben drüber gefaddelt. Aber es gibt nochmal so einen extra Trieb so mit dem Kajak vorweg. So mit der kann man noch extra Beschleunigung noch erfahren. Ja. Ne? Freya, wir haben jetzt hier eine schöne Karte von Australien. Über diese Karte werden wir natürlich während der Sendung sprechen. Ich habe hier auch einen Zeigestock. Da können wir auch mal verschiedene Punkte. Hier zum Beispiel haben wir einen Punkt. Da steht auf Englisch drauf 12 Meters Tidal Riding oder was war das? Da waren 12 Meter hohe Wellen. Ne? Tidenhub. Tidenhub, das 12 Meter hohen Wellen nicht. 12 Meter Gezeitenhub. Wir haben in der Nordsee 3 Meter. Ja. Und das heißt also, so hoch und so runter geht das Wasser bei Ebbe und Flut. Und dort ging es eben 12 Meter hoch und runter. Und das kreiert nicht nur weite, lange Strände, wo es flach ist, sondern auch entsprechende Strömungen, wenn es durch kleine Meeresbuchten durchgeht. Mhm. Und man muss dann schon wissen, wann man wo längs paddelt, sonst kommt man schlichtweg nicht mehr gegen an. Jetzt müssen wir mal über nackte Zahlen reden. Das ging los am 18. Januar 2009 und endete am 15. Dezember 2009. Genau. Das sind zusammengerechnet 11 Monate, 332 Tage. 332 Tage. Und jetzt muss man einfach mal sagen, das ist ein Weltrekord. Na ja, Gott, das war nicht allzu schwer, weil es hat bisher nur ein Mann vorher geschafft. Und ja, der hat 27 Jahre früher gemacht und mit anderen Mitteln, sprich Ausrüstung war anders. Er hat natürlich auch ein Unterstützungstüm gehabt, aber das war die einzige Zahl, an der ich mich eben vergleichen konnte. Und war schon sicher motivierend entsprechend. Aber der hat auch etwas anders gemacht. Ja. Erstens war es natürlich ein Mann. Ich meine, das ist mal ein kleiner Vorteil bei solch einer Kraftanstrengung möglicherweise. Groß, stark. Aber hier oben, hier ist etwas, da gibt es auch einen riesen Unterschied. Weil da ist der Mann, der, ich fahre das mal mit dem Stock lang und das kannst du mal erzählen, der ist hier lang gefahren. Ne? Genau, da in die Büsche, wo die Krokodile waren, da habe ich dann gedacht, es ist besser, die zu vermeiden und dann lieber einmal quer rüber zu fahren. Ist natürlich auch nicht ganz unrisikoreich, aber irgendwie war mir das sympathischer, weil wie viele Krokodile dann in der lauen Bucht gelauert hatten, war mir auch nicht so ganz klar. Und nachhinein hätte ich gedacht, es wäre wahrscheinlich halb so schlimm gewesen. Aber das war dann auch das Tüpfelchen auf dem I. Und ich wollte immer darüber paddeln, weil das so sich gerade so anbot. Und ja, das wenn man um irgendwas rumpaddelt, dann ich fahre immer von A nach B. Also ich fahre nie eine Bucht aus. Logisch. Und
Das sind auch nur, wenn ich das richtig lese, 575 Kilometer offenes Meer. Naja. Da paddelt man mal einfach rüber. Ne? Genau, sehe ich auch so, ja. Bilder dazu und möglicherweise Gefahren etc. Darüber sprechen wir gleich. Ja. Wird ein spannender Abend, bin ich mir sicher. Jetzt aber erstmal aktuell bei das. Ständig neue Brandanschläge auf Autos in Hamburg. Erst vor einer knappen Woche brannten 6 Wagen. Heute Nacht wurden schon wieder Luxuskarossen angezündet. Jens Brombach berichtet. Es war eine heiße Nacht. Für die Hamburger Polizei. Gegen 6 Uhr morgens brannten im Nobelstadtteil Harvestehude gleich 5 Luxuslimousinen. In der Parkallee suchten sich die Brandstifter 3 nebeneinander stehende Fahrzeuge aus. 2 weitere brannten zur gleichen Zeit im benachbarten Nonnenstieg. Die sofort gerufene Feuerwehr konnte die Autos nicht mehr retten. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ob die Anschläge einen politischen Hintergrund haben, ist noch unklar. Bereits am Montag hatten Unbekannte 6 Luxuskarossen in Winterhude in Brand gesetzt. Sofort nach der Alarmierung sperrte die Polizei mehrere Hauptstraßen und kontrollierte jedes Fahrzeug. Anwohnern war ein roter Kombi in Tatortnähe aufgefallen. Nach einer Stunde wurde die Großfahndung ergebnislos abgebrochen. Mit einer ganz anderen Schweinerei hatte die Polizei in den frühen Abendstunden im Hamburger Norden zu kämpfen. Ein Wildschwein durchbrach die Glasscheibe eines Bürogebäudes und spielte gleich wilde Sau. Während das Wildschwein seiner Arbeit nachging, konnten sich die noch im Büro befindlichen Angestellten in höher gelegene Büroräume retten. Meine Kollegen waren ja vor der Tür, waren direkt hier hinter der Tür und mussten auf die Tische springen, damit sie sich vor dem Wildschwein retteten, das durch das Fenster brach. Erst nach dem 10. Schuss aus einem Jagdgewehr wurde das Schwein schließlich erlegt. Bereits in der Nacht zuvor hatte sich eine Wildschweinrotte auf einen zugefrorenen See in Volksdorf verirrt. Ein weiteres trieb am U-Bahnhof Bruchkamp sein Unwesen und wurde dort von einem Zug erfasst. Ja, und die weiteren Nachrichten des Tages aus Norddeutschland, was ist noch passiert? Hier ist ja das Nachrichtenüberblick. Ehetragödie in Hamburg. Im Stadtteil Rissen hat ein 75 Jahre alter Mann seine 88-jährige pflegebedürftige Frau mit einem Kissen erstickt. Anschließend fuhr der Rentner vermutlich in Selbstmordabsicht mit seinem Fahrrad gegen einen Bus. Dabei wurde der Mann verletzt. Im Krankenhaus offenbarte er sich der Polizei und schilderte die Tat. Das Motiv ist noch unklar. Brutaler Raubüberfall in Hamburg. Am U-Bahnhof Billstedt schlugen 5 bis 6 Jugendliche vergangene Nacht einen 19-Jährigen mit Fausthieben nieder. Anschließend traten sie immer wieder gegen seinen Kopf. Das Opfer erlitt ein Schädel-Hirntrauma, ist aber inzwischen außer Lebensgefahr. Die Täter erbeuteten ein Portemonnaie und sind auf der Flucht. Die Polizei wertet jetzt Überwachungsvideos aus. Haftbefehl nach Bluttat in Großhansdorfer Psychiatrie. Das Amtsgericht Lübeck schickte den Beschuldigten wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Der 26-jährige Patient der Klinik soll in der Nacht zum Donnerstag eine 23-jährige Krankenschwester getötet haben. Zu dem Geschehen machte er keine Aussage. Am Freitag hatte sich der mutmaßliche Täter gestellt. Er ist nach Polizeiangaben wegen Gewalttaten vorbestraft. Ehrenamtsmesse in Greifswald. 45 Vereine, Hilfsorganisationen und Sozialverbände haben in der Universität um freiwillige Helfer geworben. Ohne ehrenamtliche Unterstützung könnten viele soziale Dienste in Mecklenburg-Vorpommern nicht aufrechterhalten werden, so das Deutsche Rote Kreuz. Das Interesse sei groß gewesen. Zu den 10 landesweit veranstalteten Messen in den vergangenen Wochen seien 9.000 Besucher gekommen. Sternwarte in Lübeck wieder eröffnet.
In der Johannes-Kepler-Realschule können Besucher von heute an durch ein neues Fernrohr die Himmelskörper betrachten. Die Optik sorgt für weit mehr Bildschärfe als das bisherige Teleskop und könnte sogar eine 12.000 Kilometer entfernt brennende Kerze sichtbar machen. Damit gehört die Volkssternwarte zu den modernsten in Deutschland. Zwei Lübecker Stiftungen hatten insgesamt 90.000 Euro für das Projekt gespendet. Krötenwanderungen im Norden. Wie hier in der Nähe von Braunschweig haben sich Zehntausende Frösche, Unken und Molche auf den Weg gemacht zu ihren Laichplätzen in Tümpeln oder Bächen. Freiwillige Helfer sind unterwegs, um sie von Straßen fernzuhalten. Autofahrer sollten vor allem dort, wo Warnschilder auf die Tiere hinweisen, das Tempo drosseln und vorsichtig fahren. Freier Hoffmeister ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa und das ist eben im Grunde, ja, das ist ihr, wie nennt man das, Schicksal? Ihr Abenteuer, was sie gerade bewältigt hat, Freier. Und zwar die einzige Frau, die es geschafft hat, mit einem Kajak um Australien rumzupaddeln und auch noch schneller gewesen als der Mann, der es vorher schon gemacht hat. Also eigentlich Weltrekordhalterin. Naja, so viel vergleichen kann man, wie gesagt, ja nicht, dass nur ein anderer geschafft hat, aber es soll erstmal überhaupt wieder einer machen und in welcher Zeit ist nachher fast egal. Das, sicher wollte ich schnell rumfahren und schnell rumfahren heißt einfach nur, dass man sich noch mehr entsprechend fordert. Man hat nicht so viel Erholungspausen, man hat nicht so viel Zeit, um sonstige Sachen zu erledigen oder auch Sightseeing zu machen. Und das ist einfach mental und physisch viel anspruchsvoller, wenn man eben ganz schnell rumfährt und möglichst auch jedes Wetterfenster nutzt, was nur annähernd paddelbar ist. Und warum bist du denn überhaupt am 18. Januar letzten Jahres ins Kajak gestiegen? In Melbourne war der Start. Was war die Motivation dahinter? Ja, weil es da ist. Gute Frage. Warum macht man das? Warum steigen Leute auf den Berg? Schlichtweg, weil sie ihn bestanden wollen. Herausforderung. Ja, weil ich da einmal rumpaddeln wollte. Das ist die gleiche Antwort. Keiner fragt jemanden, warum steigst du auf Mount Everest? Aber alle fragen mich, warum ich um eine Insel rumpaddel. Na ja, gut. Ich meine, das ist ja schon eine gewisse Gefahr, ist da auch möglicherweise vorhanden. Will man einen Rekord brechen? Will man sich selber ein bisschen testen? Wir sehen hier übrigens gerade mal die Route. Vielleicht sagst du mal was dazu. Es geht natürlich jetzt sehr schnell. Na gut, im Süden in Melbourne angefangen und dann gegen den Uhrzeigersinn einmal links rumgefahren. Immer Australien auf der linken Seite gehalten und wie gesagt, oben einmal quer rüber über diese große Zahnlücke dort. Und ja, immer weiter, kann man dazu sagen. Immer weiter, alles immer nur. Nicht. Also gestoppt hätte mich nur ein ernsthafter Unfall, den ich zum Glück nicht hatte. Mhm. Und ja, das war dann, irgendwann sind wir angekommen. Was hattest du alles an Bord dabei immer? Also meinen gesamten Haushalt für ein Jahr. Das ist also von allen Camping-Sachen, die man so braucht. Essen für 2 bis 3 Wochen, je nachdem, was man... Hier sieht man das zum Beispiel, ne? Wenn ich Strecke jetzt nun davor hatte. Aber das war genug, dass ich also immer ausreichend... Backup, also Proviant mit hatte, um bis zur nächsten Verpflegungsstation wieder zu kommen, weil die Dörfchen sind vorhanden, aber nur nicht allzu üppig. Und es ist auch nicht alles verfügbar, was man gerne kaufen möchte. Aber essenmäßig habe ich versucht, mich so gesund wie es geht zu ernähren. Habe auch immer versucht, möglichst einen Apfel oder eine Apfelsine pro Tag zu essen, dass man einigermaßen auf Vitaminstoß bleibt. Und also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du fährst los in Melbourne, und dann paddelst du den ganzen Tag und abends fährst du wieder an Land? Normalerweise ja. Auf dem Wasser schläfst du, ist sehr unangenehm. Und aber du hast auch Nächte auf dem Wasser geschlafen. Also darüber sprechen wir sicherlich auch. Also es war nicht jeder Abend so, dass man einen Hafen anlaufen konnte. Ja, also von den 13 Nächten, die ich auf dem Wasser verbracht hatte, waren nur 3 ungeplant. Wo ich dann also einfach keinen Platz gefunden hatte zum Landen. Und dann bin ich halt auf dem Wasser geblieben. Aber um Australien ist es zum Glück einigermaßen warm. Das heißt also, die Nächte auf dem Wasser waren temperaturmäßig aushaltbar. Und Ausrüstung habe ich auch genug mitgehabt, um mich zu wärmen. Und richtig geschlafen habe ich nur bei der Kreuzung von dem Golf. Mhm. Die anderen Nächte sind man halt mehr oder weniger gekidnappt. Wie das geht mit dem Schlafen auf dem Wasser, das gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an, wenn wir deinen Kajak auch mal unter die Lupe nehmen. Du hattest aber nicht irgendwie einen Begleitungstross neben dir. Nein. Also das war alles ganz, du warst mehr oder weniger alleine, ne? Ich war sehr alleine auf dem Wasser. Sicherlich habe ich rund um die Welt verschiedene Unterstützungskräfte gehabt, die mir entweder Sachen hin und her geschickt haben. Ein Herr hat mir das Wetter auf Satellitentelefon immer getextet. Ja. Ein anderer Freund hat mir die Website abgedatet mit meinen kurzen Satellitentelefon-Nachrichten. Und alle Leute entlang der Küste, die auch per Internet wussten, wann ich wo komme, hatten mir häufiger auch eine Unterkunft angeboten. Und frische Dusche und Einkaufsmöglichkeiten, Einkaufshilfe war immer willkommen. Hilfe zur Reparatur hier und da. Und das auch nicht zu schweigen vom immer mal wieder gern gesehenen schlichtweg sozialen Kontakt, wenn man sonst man immer alleine ist. So ist das. Ne? Meistens habe ich dann vermieden, weil ich nicht dringend musste, einkaufen oder neues Wasser, Frischwasser wieder zu tanken, dass ich dann eher nicht am Dorf angelandet bin und zum Zelten, sondern eher mir den einsamen Strand ausgesucht habe. Mhm. Weil im Prinzip braucht man abends schon seine Erholung auch lieber, als dass ich dann... Wie viele Stunden ist man da so am Tag am Paddeln auf dem Wasser? Durchschnittlich 11 Stunden.
Und das ist länger als der normale Arbeitstag eines Normalbürgers. Naja, das und ist, durchschnittlich, das heißt also mal bin ich auch 15, 16 Stunden und gut, mal auch kürzer, aber die einsamen, ruhigen Nachmittage zur Erholung waren dann schon an der Hand abzuzählen und die Tage, die dann ganz frei waren, die waren dann gefüllt mit Einkaufen, mit Einpacken des Einkaufs, mit Reparatur, mit Wäsche waschen, mit Pflege des eigenen Körpers, mit...